Willkommen, meine lieben Freunde, zu einer weiteren Folge von Pokémon Sonne in der Randomizer Nassau Edition. Wir kommen zurück, meine lieben Freunde. Wir sind im letzten Part hier stehen geblieben, auf der dritten Insel Akala ist das, glaube ich, oder? Ich weiß gerade nicht, wie es heißt, aber sollte Akala... Ne, es ist Ula Ula. Damn. Auf jeden Fall sind wir hier stehen geblieben und sind jetzt vor dem ersten, naja... Ich weiß gerade nicht, Trial Captain, so hieß er, genau. Vor der ersten Inselprüfung auf dieser Insel von insgesamt drei? Waren es drei? Es waren zwei oder drei, ich weiß es gerade nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir hier ein nices Gebäude voll mit elektrischen Stuff und so. Und darum geht es eigentlich auch in diesem, naja, in diesem Gebäude, beziehungsweise bei dieser Inselwanderschaftsprüfung. Das Ding ist halt einfach nur, dass es halt gerandomized ist. Und da haben wir auch schon den Herrn, der diese Inselwanderschaftsprüfung mit uns durchführt. Das ist der gute Chris. Und der möchte halt von uns etwas wissen. Ich glaube, das war, dass wir halt irgendwelche Rufe erraten müssen von irgendwelchen Pokémon halt. Okay. Was geht, Bruder? Prinzip, Ziel, bla bla. Ja, ich glaube, das waren die Rufe von Pokémon erraten, die dann ihnen erzählen. Oder irgendwie sowas war das, glaube ich. Auf jeden Fall sehr interessant an sich, aber er hat natürlich keine Elektro-Pokémon hier am Start, sondern gerandomized Pokémon. Deswegen keine Ahnung, was wir jetzt hier erwarten können. Es wird wahrscheinlich sehr interessant werden, deswegen wird bestimmt lustig. Ein Stromausfall. Oh, wechsel ich erst zu. Okay, ein Soundquiz. Okay, warte mal kurz. Ah, das sind nicht nur Pokémon, das sind auch andere Sachen. Das waren nicht nur Pokémon-Geräusche, die wir hören müssen, sondern auch zum Beispiel Pokémon-Center-Geräusche oder ECC. Ja, zum Beispiel das. Das ist das Heilen im Pokémon-Center, beziehungsweise allgemeines Heilen, Pokémon-Heilen. Richtig! Und da kommt einmal Bula, also eigentlich. Eigentlich kommt immer Bula, aber sehen, was wir jetzt hier bekommen. Wir bekommen ein... Oh, damn! Ein Akapuno heißt es, genau. War das 5. oder 6. Gen? Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube, das war 6. Gen mit diesen doppelköpfigen Drachen. War das 6.? 5. oder 6.? Ich weiß es gerade leider nicht. Mal sehen, können wir mit Antikraft was reinhauen? I don't know. Ich weiß gerade den Typen nicht. Drache irgendwas halt. Erdanziehung. Komm mal runter, Bruder, Erdanziehung. Ja, bringt jetzt nicht so viel. Vielleicht können wir mal bis gucken, wie viel damit abgezogen wird, aber nicht viel, ne? Oh, doch. Das ist... Dann ist er wahrscheinlich auf, spezielle Verteidigung ausgelegt und wir haben halt gerade schön physisch angegriffen und das ist natürlich nice, dass es dann mehr Damage macht. Okay, ich wusste, du packst das Solo. Ja, das war auch nicht gerade so das größte Problem, gegen dieses Pokémon zu kämpfen. Ich hoffe, dass das nächste Pokémon ein bisschen stärker sein wird und hey! Was geht hier ab? Wir haben gerade schon das Herrscher-Pokémon gehört, das eigentliche Herrscher-Pokémon, aber zum Glück, ja. Okay, was... Das ist der Rosamdex, ne? Genau. Das habe ich gerade eben zum Glück gesagt. Ich wollte eigentlich sagen, aber es sind halt andere Pokémon. Wie zum Beispiel hier, es ist kein Akkub. Vielleicht ist es auch kein Elektro-Pokémon. Wäre jetzt lustig, wenn es ein Elektro-Pokémon wird. Oh, ein Drifloon. Nice. Also Drifloon ist ein geiles Pokémon. Wer sich noch daran erinnern kann, freitags immer, ne? In Pokémon Diamant, Perle und Platin. Konnte man das Drifloon bei dem Windkraftwerk, also abholen. Fand ich ganz nice immer. Und Drift Zeppeli ist auch ein sehr cooles Pokémon. Ich glaube, Shiny Form war auch sogar ganz nice bei dem Pokémon. Und oh, es überlebt einfach. Wäre ich doch besser für den Biss gegangen. Es hätte wahrscheinlich sogar mehr abgezogen. Richtig räudig. Richtig räudig, Leute. Aber an sich, wie gesagt, Drifloon ein sehr nices Pokémon. Jedoch zu schwach für uns derzeit. Denn Finalschlag. Oh, ich wollte gerade sagen, Alter. War das jetzt irgendein Ding, was mich jetzt instant killt? Wenn ja, dann wäre das echt ekelhaft gewesen. Aber nein, es war nur ein bisschen Damage am Ende. Okay. Ja, ja, ich wusste, dass du gewinnst, bla bla. Und jetzt müsste auch schon das Herrscher-Pokémon kommen, oder? Ich glaube, kommt noch ein Pokémon und dann das Herrscher-Pokémon. Genau. Ah, guck mal, das ist ein Pokéball, Leute. Seht ihr? Da ist ein Pokéball. Den holen wir uns auch irgendwann noch. Irgendwann halt. So. Die Aktivierungssequenz des Sicherheitssystems bei 50%. Damit sich die Tür öffnet, muss zuerst ein Soundeffekt-Quiz operiert werden. Achso, ja, das ist... Okay. Goofa ist es bestimmt nicht. Ich schätze mal, dass es Akkub ist. Ja. Weil Mabula wäre jetzt sinnlos, wenn das jetzt nochmal kommen würde. Jetzt würde eigentlich wieder ein Akkub kommen. Jedoch, naja, es ist halt gerandomized. Und wir bekommen ein... Oh, Knuddeluff, geil. Sweetest Knuddeluff.
Oh, es guckt einen so schön, so süß guckt es einen an mit den Augen, echt unglaublich. Wie süß, mal sehen, bist du heute nicht viel erzählen, du bist doch von Typ 4, oder? Ja. Warum habe ich es, egal, vergessen wir das. Dafür zieht der Giftstachel aber auch nicht viel ab. Gut, Antikraft wird, glaube ich, aber auch nicht so viel mehr Damage machen, oder? Knuddelluft hat, glaube ich, eine gute Verteidigung, eine gute Spezialverteidigung. Seht ihr, Leute, das macht jetzt nicht so einen großen Unterschied. Ich glaube, Stampfer wäre dann mit die krasseste... Oh, Alter, das zieht schon viel ab. Aber Stampfer müsste jetzt ausreichen. Ich glaube, Stampfer sollte echt ausreichen. Ja, easy. Hat sich das auch erledigt. Und dann kommen wir gleich sofort schon zu dem Herrscher-Pokémon. Das Ding ist aber einfach, wir haben jetzt schon das vierte Mal hintereinander dann unser, naja, Pokémon ganz vorne. Also, das ist halt echt kacke. Also, wir konnten jetzt, wäre jetzt nochmal ein Kampf vor dem Herrscher-Pokémon gewesen, dann hätten wir nochmal heilen können, aber ich habe es gerade verplant. Aber gut, Deaktivierungsquiz Nummer 4 hier, ein Herrscher-Pokémon, bla bla. Richtig, und jetzt kommen wir, Dona, ja, das ist das Donarion, genau. Aber was ist das Pokémon hier jetzt? Es ist kein Donarion, es ist nämlich ein... Ein Alabis. Ha! Das ist schon interessant, ein Alabis hier. Alter. Alabis, haben wir da was gegen? Ja, ich glaube, Meganium sollte das schon relativ gut reinhauen können. Solange der keine Eisattacken hat, ist das doch easy. Ja, also ich glaube, das könnte ein easy Kampf werden. Statustausch, okay. Ich glaube, sind wir nicht sogar langsamer als er? Alabis ruft Mitschreit. Ich muss mal gleich mal gucken, wie es mit der Init aussieht. Ein Ledian, als ob. Ja gut, als erstes müssen wir halt Alabis loswerden. Und danach können wir mit Ledian weiter gucken. Aber das sollte auch keinen Stress machen an sich, weil Ledian, ne, ihr wisst bestimmt, außer er hat irgendwie eine Züchterattacke oder sowas. Aber das schätze ich halt mal nicht, dass er sowas hat. Wir müssen dann gucken, wie viel das Zauberblatt abzieht. Alter, das ist fast Halloween. Alter. Halloween sieht ja mal mega geil aus, die Attacke. Okay, Silberhauch, Zahn... Warte mal, Silberhauch war das oder was war das? Es sah auf jeden Fall aus wie Silberhauch und es hat echt wenig abgezogen. Auf jeden Fall, Alter, Halloween sah mal mega geil aus gerade. Das muss ich echt sagen, ich hab die, also, die Animation sah echt geil. Kannst du das bitte nochmal machen, Ledian? Das wäre ziemlich nice. Und stell dir mal vor, es hätte dann auch so herrschermäßig aufgeblinkt noch. Das wäre cool gewesen, dann hätte das noch geiler ausgesehen mit Halloween. Oh. Warum hat das eine Feuerattacke und warum zieht die so wenig ab? Also Ledian, du bist echt ein Scheiß-Pokémon, muss man dazu sagen. Dass du echt so wenig mit einer Feuerattacke abziehst, ist echt, ja, nicht so das Beste. Aber Wayne, unser Phoenixis, a.k.a. Poker Arts, kommt rein und ja, der wehrt natürlich den Feuerstempel noch krasser ab. Alter, 4 KP, das war ein Feuer, ich wollte gerade sagen, der hat eben auch nicht viel mehr abgezogen und das war sehr effektiv halt. Na gut, hauen wir mal auf Lidia mit einer Nitro-Ladung rein und das natürlich überlebt das. Natürlich überlebt es die Nitro-Ladung. Warum sollte es auch nicht die Nitro-Ladung überleben? Und da ist nochmal Halloween, Leute. Es sieht halt schon geil aus, der Halloween. Ich glaube, das werde ich sogar aus Thumbnail packen. Es sieht halt, also echt, wie gesagt, das sieht richtig geil aus, meiner Meinung nach. Ich habe Halloween, glaube ich, jetzt gerade erst zum ersten Mal gesehen oder beziehungsweise ist vielleicht noch nie irgendwie richtig wahrgenommen, die Attacke. Gibt es die erst seit der neueren Generation, seit 6. 7. Generation oder gibt es die schon vorher? Ich glaube erst seit 6. 7. Generation, ich glaube 6. sogar, durch das Pumpkin-Pokémon. Pumpkin hieß es, glaube ich, oder? Irgendwie sowas. Ich schätze mal, dass es davon kommt. Kann ich mir zumindest sehr gut vorstellen. Yeah, alles ist wieder an und Chris freut sich nicht. Vor allem seine Augenbrauen sehen einfach aus wie so ein zweiter Mund, der umgedreht oben ist. Naja. Also ich finde die Musik immer richtig nice, wenn man gewonnen hat gegen einen Herrscher Pokémon. Allgemein, die Musik hier ist sehr geil in dem Game. Aber, naja, mal gucken, wie es dann so weitergeht in dem Part. Denn eigentlich hatte ich geplant, dass wir heute nur den Chris fertig machen in der Prüfung. Aber es ging ja doch schneller, als ich gedacht habe. Das heißt, wir können sogar noch ein bisschen uns in der Stadt umschauen und vielleicht dann weiterhin fortgehen. An sich war es dann ein ganz gutes... Oh ja, zeig mir den Move. Schau mir den Move. Also an sich war es ein ganz guter Fight. Wir haben uns gut geschlagen, wieder nichts gestorben. Also ich glaube, das Mimikyu wäre auch am krassesten gewesen, aber das gibt es jetzt leider nicht mehr so in dem Game. Es gibt ja jetzt ein gerandomizedes Pokémon als Herrscher. Das Mimikyu wäre, glaube ich, echt am ekelhaftesten gewesen.
Aber okay. Chris und Marlon, die gönnen sich eh gerade. Können die ruhig machen. Habe ich kein Problem mit. Metallium Z auch ganz nice. Oh yeah. Oh, guck mal, das ist die Maske von Professor. Die Wrestling-Maffe. Ja, das ist, jetzt habt ihr es, Leute, der Professor ist der Wrestler. Ja. Sorry, Leute, aber ich muss eure Träume zerstören. Er ist nicht nur Model, er ist auch Wrestler. was heißt Träume zerstören? Ich muss eure Träume erweitern, schätze ich eher. Gut, Leute. Wir gehen auf jeden Fall kurz im Pokémon Center unsere Pokémon heilen, denn das ist sehr wichtig. Unser gutes altes Monagoras ist sehr angeschlagen. Okay, was heißt sehr? Es ist angeschlagen. Und ja, deswegen sollten wir heilen. So. Easy. Erstmal schön aufgeheilt und oh, wir brauchen auf jeden Fall mal eine Cap. Also es geht so nicht weiter. Wir sehen zwar ganz fresh aus mit unserem Shirt und so, aber wir brauchen eine Cap, Leute. Das ist auf jeden Fall klar. Was haben wir eigentlich hier in der Stadt noch alles so? Was ist ja eigentlich so besonders? Da ist ein Bus, da hinten sind Autos, aber die fahren halt nicht und Mitarbeiter halt. Aber die jucken uns eh nicht. Und willst du kämpfen oder so? Ach nee. Du bist langweilig. Wir gehen einfach mal runter auf die... Oh. Lol, lol, diese Person hat uns einfach durch die Beine durchgesehen. Lol. Wie genial ist das denn? Ich wollte gerade einen Sex-Joke bringen, weil die sich gerade so gebückt hat. Und dann sieht die mich einfach durch die Beine. Was zur Hölle? Ist ja krank. Ein Klingblim. Als ob. Ist das nicht shiny? Oh, ich habe gerade an Palimpalim gedacht. Das ist natürlich nicht shiny, aber ich habe gerade an Palimpalim gedacht. Was ist ja auch vom Typ Psycho? Ist das Psycho-Stahl sogar? Nee, ist es nicht. Es ist nur Psycho. War Palimpalim Psycho-Stahl? Ich weiß es gerade nicht mehr. Wer Palimpalim nicht kennt, Grüße gehen raus an James. Ich glaube, der hatte das Pokémon im Anime, ne? Von Team Rocket, der James. Ah, schöne alten Anime-Zeiten. So, haben wir hier irgendwas Besonderes? Ich weiß es gar nicht mehr. Oh, doch, hier ist ein... Hier ist auch direkt ein Abteil, wo wir Pokémon fangen können. Perfekt, dann können wir direkt mal gucken, was wir hier als Pokémon-Encounter haben. Wir haben ein Glumanda, als ob. Wie geil ist das denn? Ein besseres Feuer-Pokémon schon mal. Beziehungsweise ein besserer Feuerstarter. Ey, das würde ich, glaube ich, sogar ins Team mit reinnehmen. So ein Glurak wäre halt schon geil. Alter. Ich könnte mir nichts Besseres vorstellen irgendwie. Okay, setzen wir mal einen Flopball ein und gucken mal in die Kommentare, was die Leute so geschrieben haben. Ob es hier einen Feuerboy gibt. War es weiblich oder männlich? Weil weiblich hätte ich jetzt gerade einen... Eine diverse Dame schon gefunden. Oh, na, es ist ausgebrochen, als ob. Wenn es weiblich ist, dann ja. Dann habe ich hier was. Wenn es männlich ist, dann muss ich mal gucken. Männlich, okay. Dann getten wir uns mal den Hyperball rüber. Und schauen mal, was wir hier noch so haben. Irgendwas männliches. Auch weiblich. Weiblich. Oh, so viele Weibe. Ah, guck hier. Da ist doch was. Sehr gerne ein Typ. Jiggly. Obwohl Mikinato Forever, das könnte halt auch sein, dass es halt ein Mädel ist, weil die haben mir einen Kuss-Mail dazu gesendet. Dann schätze ich doch mal, dass es ein Mädel sein könnte. Shatti, Feuer und Licht oder beides. Okay, nehmen wir mal Shatti einfach. Ich schätze mal, dass Shatti... Oh, Mikinga, ich habe gerade gar nicht drauf geachtet, wie viel Damage wir reinbekommen. Oh, damn. Übertreib halt, Glumanda. Wir wechseln mal eben kurz. Also ich will das Glumanda auf jeden Fall fangen. Ja, okay, du machst ein bisschen Damage auf jeden Fall. Bisschen viel. Setzen wir mal Feuerodem ein. Das ist nicht gut. Und... Oh nein, als ob! Wir haben es einfach besiegt, als ob! Nein! Als ob wir es einfach besiegt... Och man, weißt du, Miri besiegt sonst gar nichts. Und dann besiegt sie einfach das fucking Glumanda hier. Egal, Leute, wir schauen uns trotzdem mal um, was es hier noch so für Pokémon gibt. Dann machen wir mal Pokerarzt nach vorne. Was gibt es hier auf der Route noch so zu erkunden? Mann! Übrigens sieht das ganz nice aus mit dem Berg hier unten, der so runtergeht. So. Alter. Das ist echt jetzt, nicht so geil. Da kommt direkt das nächste Glumanda wieder angetanzt hier. Ekelhaft, Leute. Ekelhaft. Haben wir noch andere Pokémon außer Glumanda hier? Also ich bitte euch, da muss doch irgendwas Gutes mal rauskommen. Also Glumanda möchte ich hier zwar auch gerne sehen im Let's Play, aber nicht die ganze Zeit, weil es ist deprimierend.
Ein Shaman. Als ob wir hier schon wieder einen Shaman haben. Wir hatten letztens auch erst noch einen Shaman bekommen. Ja, komm, jetzt können wir auch mal killen, oder? Können wir, kriegen wir das down? Kriegen wir Shaman down? Alter, das hat schon... Egal. Egal, lassen wir es so. Wir gehen mal raus hier. Ich habe keinen Bock, das Ding jetzt so lange zu... Wir machen noch 3 Encounter, würde ich sagen, hier. Und dann gucken wir, was hier noch so drin rumgammelt. Und danach gucken wir mal weiter. So, Encounter Nummer 1 ist jetzt, also ein Encounter von den 3 Encountern, die ich jetzt noch machen möchte in dem Part, ist ein Megalon. Das hatte ich früher mal in einem Schwarz-Weiß-2-Projekt. Richtig cooles Pokémon. Ich mag Megalon. Das hätte ich gerne im Team gehabt. Ich finde, das sieht auch noch richtig nice aus. Das war, glaube ich, auch eine Randomizer. Nee, das war ein normales Playthrough, glaube ich. Aber war ziemlich nice. Ah, jetzt eine Randomizer Nastock habe ich da gemacht, genau. Ich glaube, ohne Randomizer mache ich mittlerweile gar nichts mehr. Richtig, außer ein paar Hex-Song. Okay, dann haben wir hier noch einen Volteball. Okay. Und dann schauen wir jetzt noch kurz, was das letzte Pokémon ist, was wir uns auf dieser Route hier noch anschauen. Genau, Volteball hatten wir auch schon mal gefangen gehabt, vor ein paar Parts. Ich glaube, das war sogar im letzten Part. War das nicht sogar im letzten Part? Wo uns danach das Sumpex angeschwungen ist. Ey, das hätten wir... Ich merke mir, wir nehmen erstmal besser die Pokémon auf den Bäumen. Die sind, glaube ich, viel cooler. So, das letzte Pokémon, was wir uns heute anschauen, ist dein... Hunduster! Damn! Ist zwar nicht das krasseste, aber hey, wir haben hier Shaman, wir haben Hunduster, wir haben Megalon, wir haben Grumanda. Das sind schon coole Pokémon bei. Also kann man auf jeden Fall so stehen lassen. Und wir haben auf jeden Fall was in diesem Part erreicht. Wir haben den Tri-Captain besiegt mit dem Herrscher-Pokémon. Finde ich ganz nice. Wie viel? Wir haben schon 10 Stunden. Krass. Wir sind hier im Hokulani-Berg. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, sehen wir uns auch im nächsten Part wieder hier auf dem Hokulani-Berg. Bis dann und ciao, euer Zoro. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.